Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch-Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde bir bankada para havalesi yapmak isteyen bir müşteri ve banka görevlisi arasında geçen bir diyalog örneği göreceğiz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerne Geld von meinem Konto überweisen. Natürlich, an welche Bank werden Sie es senden? Tekrar edelim. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerne Geld von meinem Konto überweisen. Natürlich, an welche Bank werden Sie es senden? Ich werde es an eine andere Filiale dieser Bank senden. Natürlich. Schreiben Sie bitte auf dieses Formular den Vor- und Nachnamen, die Adresse, die Kontonummer des Empfängers und den Betrag auf. Tekrar edelim. Ich werde es an eine andere Filiale dieser Bank senden. Natürlich. Schreiben Sie bitte auf dieses Formular den Vor- und Nachnamen, die Adresse, die Kontonummer des Empfängers und den Betrag auf. Bitte sehr, ich habe das Formular ausgefüllt. Sie haben vergessen, das Formular zu unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte diese Zeile. Ach ja, lassen Sie mich unterschreiben. Tekrar edelim. Bitte sehr, ich habe das Formular ausgefüllt. Sie haben vergessen, das Formular zu unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte diese Zeile. Ach ja, lassen Sie mich unterschreiben. Okay, ich mache sofort Ihre Überweisung. Wann wird das Geld auf dem Konto sein? Sobald die Transaktion vervollständigt ist, erscheint das Geld auf dem Konto des Empfängers. Tekrar edelim. Okay, ich mache sofort Ihre Überweisung. Wann wird das Geld auf dem Konto sein? Sobald die Transaktion vervollständigt ist, erscheint das Geld auf dem Konto des Empfängers. Das ist recht schnell. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Das ist recht schnell. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerne Geld von meinem Konto überweisen.
Natürlich, an welche Bank werden Sie es senden? Tekrar edelim. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerne Geld von meinem Konto überweisen. Natürlich, an welche Bank werden Sie es senden? Ich werde es an eine andere Filiale dieser Bank senden. Natürlich. Schreiben Sie bitte auf dieses Formular den Vor- und Nachnamen, die Adresse, die Kontonummer des Empfängers und den Betrag auf. Tekrar edelim. Ich werde es an eine andere Filiale dieser Bank senden. Natürlich. Schreiben Sie bitte auf dieses Formular den Vor- und Nachnamen, die Adresse, die Kontonummer des Empfängers und den Betrag auf. Bitte sehr, ich habe das Formular ausgefüllt. Sie haben vergessen, das Formular zu unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte diese Zeile. Ach ja, lassen Sie mich unterschreiben. Tekrar edelim. Bitte sehr, ich habe das Formular ausgefüllt. Sie haben vergessen, das Formular zu unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte diese Zeile. Ach ja, lassen Sie mich unterschreiben. Okay, ich mache sofort Ihre Überweisung. Wann wird das Geld auf dem Konto sein? Sobald die Transaktion vervollständigt ist, erscheint das Geld auf dem Konto des Empfängers. Tekrar edelim. Okay, ich mache sofort Ihre Überweisung. Wann wird das Geld auf dem Konto sein? Sobald die Transaktion vervollständigt ist, erscheint das Geld auf dem Konto des Empfängers. Das ist recht schnell. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Das ist recht schnell. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tekrar edelim. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte gerne Geld von meinem Konto überweisen. Natürlich, an welche Bank werden Sie es senden? Ich werde es an eine andere Filiale dieser Bank senden. Natürlich. Schreiben Sie bitte auf dieses Formular den Vor- und Nachnamen, die Adresse, die Kontonummer des Empfängers und den Betrag auf.
Bitte sehr, ich habe das Formular ausgefüllt. Sie haben vergessen, das Formular zu unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte diese Zeile. Ach ja, lassen Sie mich unterschreiben. Okay, ich mache sofort Ihre Überweisung. Wann wird das Geld auf dem Konto sein? Sobald die Transaktion vervollständigt ist, erscheint das Geld auf dem Konto des Empfängers. Das ist recht schnell. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zwischen einer Angestellten und einem Kunden, der eine Überweisung an einer Bank vornehmen will, gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.